Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dieser Begegnung des fünften Spieltags der dritten Liga zwischen unserem FC Karlsruhe Jena und Waldhof Mannheim. Entstand 1:2 und gesehen haben das hier, wenn man ins Abelsportfeld, 6.245 Zuschauer. Ich darf sehr herzlich die Trainer begrüßen, von unseren Gästen aus Mannheim, Bernhard Rahles, der übrigens auch Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. Und den Trainer unseres FC Karlsruhe Jena, Lukas Kwasniok. Aber zunächst hat natürlich wie immer als erstes der Gast das Wort. Bernhard Rahles, bitte, Ihre Sicht der Dinge aufs Spiel. Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich glaube, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben das versucht umzusetzen, was wir besprochen haben. Das ist uns größtenteils sehr gut gelungen. Haben fantastische Chancen rausgespielt in der ersten Halbzeit. Muss sagen, dann musst du natürlich da 2-3-0 in Führung gehen, dann wird es heute leichter. Jena hat natürlich schon geglänzt mit ihrem Kurzpassspiel, mit ihrem Positionsspiel. Haben sie uns trotzdem, ich sag mal, immer wieder in Schwierigkeiten gebracht, indem sie durchs Zentrum kombiniert haben, sehr gut kombiniert haben. Letztendlich auch belohnt worden sind zum 1-1. Wie gesagt, da hätte es schon 3-1 für uns dann stehen müssen. Zweite Halbzeit ähnliches Bild. Wir können heute schon zufrieden sein mit unserer Leistung, mit unserer Laufleistung, auch wenn es wieder sehr warm war. Aber wir können natürlich nicht zufrieden sein mit der Chancenauswertung. Die war mäßig, sehr, sehr mäßig. Und zum Schluss haben wir noch ein bisschen Glück dabei beim 2-1. Also wir sind happy, dass wir heute hier gewonnen haben gegen einen sehr spielstarken Gegner und gegen eine sehr gute Mannschaft. Danke. Ja, danke Bernhard Rahles. Lukas, bitte. Ja, Bernhard. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ansonsten muss ich dir da leider widersprechen, was unsere Performance angeht. Eure war gut, unsere war befremdlich. Ich habe eigentlich gedacht nach der letzten PK gegen Braunschweig, dass ich nicht nochmal hier sitzen muss und mich für die Leistung meiner Mannschaft entschuldigen muss. Aber das hat heute schon nochmal alles getoppt. Es fällt mir schwer, Worte zu finden, weil ich gerade nach der Halbzeitansprache mich am heutigen Tage sehr alleingelassen fühle. Ich möchte schon auch sagen, dass ich zwischen der Mannschaft und mir kein Blatt Papier passt. Ich werde sie schon auch schützen, aber ich muss auch in aller Öffentlichkeit mal sagen dürfen, denn ich habe in den ersten 4 Spielen die Öffentlichkeit um Verzeihung gebeten, die Fans um Verzeihung gebeten. Ich habe gesagt, dass wir uns am 5. Spieltag anders präsentieren werden und ich habe die Verantwortung dafür, die Spieler. Haben sie auch und ich nehme sie gerne auf meine Schultern, aber alleine werde ich es nicht schaffen. Und ich habe mich heute sehr, sehr alleine gefühlt, mit Ausnahme von 2,5 Spielern, Jo Koppens, Daniele Gabriele und der dritte war dann Rafa Obermeier. Und auch wenn Sie hier etwas hineininterpretieren, wie gesagt, dass zwischen der Mannschaft oder mir irgendwas nicht stimmt, das ist Quatsch, aber ich muss auch mal einen anderen Weg wählen. Und der ist der, dass wenn die Jungs nicht aufwachen, dass sie hier dem Verein schaden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, vor allem ihrer Laufbahn schaden. Denn in diesem Zustand, in dieser mentalen auch Verfassung und Bereitschaft zu leiden, ist es ihre letzte Station. Und das muss man in aller Öffentlichkeit auch mal so sagen dürfen. Das ist auch meine Aufgabe. Ich war nie Schuldenredner und werde es auch in Zukunft nie sein. Ich habe Fehler begangen, vertraue den Jungs nach wie vor, aber ich erwarte jetzt auch langsam, dass sie sich für diesen Verein hier, für uns alle, komplett den Allerwertesten aufreißen. Und dieses Gefühl ist mir heute leider abhanden gekommen. Euch Glückwunsch, Bernhard. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im Rückspiel und wünsche allen einen guten Nachhauseweg und nochmal Entschuldigung an dieser Stelle für diese Leistung. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Tino Zippel von der Ostthüringer Zeitung. Lukas, was ist der Plan, um wieder sozusagen ins Fahrwasser zurückzugeraten? Schwierig aktuell, logischerweise. Wir haben den morgigen freien Tag gestrichen, werden uns treffen und die Dinge neu bewerten. Aktuell fällt mir schwer, aber wir werden alles hinterfragen, logischerweise. Es waren
in den vergangenen Wochen auch ganz ordentliche Ansätze dabei, aber von einem ordentlichen Ansatz kannst du dir gar nichts kaufen. Das war heute eine Männermannschaft gegen wirklich eine Schülermannschaft in reinster Form. Und nochmal, da habe ich die Verantwortung für. Und es ist schon, ich würde gerne vor euch sitzen voller Stolz, und aktuell ist es voller Scham. Ich sehe keine weiteren Fragen, dann darf ich mich bedanken bei den Trainern. Ich wünsche allen noch einen guten Heimweg und einen schönen Restsonntag.